Yo, meine Freunde, gönnt euch den geilen Scheiß von Dubai Days Nutrition. Egal ob Proteine, Fettverbrennung, Aminosäuren, Pre-Workout, Health and Beauty oder Maßgainer. Bei Dubai Days Nutrition bekommt ihr alles, was ihr braucht. Mit dem Code Genghis44TV gibt es außerdem fette 30% plus ein gratis Shaker obendrauf. War jetzt, ey, woher wussten die das alles so? Dass schon SEK bereit genau vor dieser Wohnung wartet. So. Die wussten, wo das Ziel ist. Die wussten, dass die nach Hause kommen, auf jeden Fall. Das war nämlich so. Nicht Christian hat die Kalaschnikows bestellt und gekauft. Und zwar die Polizeibehörde hat die bestellt und gekauft. Ich wollte das eigentlich haben. Dann kam er so und meinte, ja, kannst du mir nicht eine Knarre besorgen mit Schalldämpfer. So. Ich habe gesagt, warum, was willst du damit? Ne? Meinte, ja, komm hier. Dann hat er mir das so nebenbei erzählt. Der hätte irgendwas mit seinem Schwager am Laufen. Und da erfahre ich das erstmal. Ja, der ist auch bei den 81ern. Jojojo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier bei Genghis44TV. Wie ihr schon ewig drauf gewartet habt, ich weiß. Jetzt ist es aber endlich soweit. Das große Interview mit Ali Osman steht an. Der Bruder sitzt neben mir. Und ja, Bruder, wie geht's dir? Gut, sehr gut. Was machen die Geschäfte? Sehr gut. Bruder, erzähl mal, es war sehr ruhig um dich. Man hat in der Vergangenheit, warst du sehr präsent in der Szene. Jeder kannte dich, dein Name ist ständig gefallen, ob auf der Straße, gerade bei uns in der Szene sowieso, Duisburg, eine Zeit. Meine Prospektzeit damals, 2010 rum, so da fing das glaube ich damals an, 2010, ja. 2011, ging es immer heiß her in Duisburg und dann war es eine Weile sehr ruhig um dich. Es haben Medien verschiedenste Geschichten erzählt, Kronzeuge, du hast alle weggezinkt, ich weiß gar nicht was noch, du sollst eine geheime Identität kriegen. Zeugenschutz, dies, das, pipapo. So, das interessiert die Leute am meisten. Du weißt, ich habe dir ein paar Sachen erzählt. Ich wurde auch konfrontiert, ey, was machst du mit einem Zinker? Da deine Videos und so weiter. Was sagst du zu den Vorwürfen? Ich sag mal erstmal, bevor ich anfange, so, ich will das einfach nur mal klarstellen. Weißt du, ich mache das jetzt nicht hier, um irgendjemanden was zu beweisen oder irgendjemanden zu überzeugen. Das sage ich vorne ab, weil das juckt mich nicht die Bohne. So. Und nur mal, um klarzustellen, du machst eine gute Sache, das hat sich ergeben. Ich habe auch einen Grund selber, warum ich das mache. Das werden wir schon im Interview dann hören. Mhm. So. Und weil ich habe da nur mal so ein bisschen angekratzt, so Internet-Rambos, was da alles geredet wird, gemacht wird, weißt du. Dass ja keiner jetzt auf die Idee kommt, so, das soll auch den Format nicht kaputt machen, weißt du. Weil nochmal, das juckt mich alles nicht, nur vorab jetzt. So, und zum Thema, ich fange mal so an, was mich überrascht hat überhaupt, ich bin schon fast über 2,5 Jahre draußen. Ich bin seit 2,5 Jahren hier in Rheinhausen. So. 2,5 Jahre, gut, dass du das sagst. Du wurdest verurteilt, wann? Boah, das war... Oder sag mal anders, wann bist du von der Bildfläche verschwunden, wegen U-Haft und so weiter? Das war Anfang 2013, glaube ich, Februar. Anfang 2013, ja. Februar. Und wann wurdest du entlassen jetzt? Weil seit wann bist du ein freier Mann? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre? Ja. Das heißt 2019, 2018? Ja, ungefähr. Im Sommer war das, glaube ich. Okay. Es war im Raum, du hättest 15 Jahre oder sowas kriegen sollen, hast dann aber, das haben auch einige Leute gesagt, du hättest dann eine Aussage gemacht und im Fernsehen haben sie alle gesagt, du hättest deinen Sohn irgendwie vorgeschoben und deswegen hättest du die Aussage gemacht. Das war ja so dieses Ding. Darüber haben wir alle geredet. Stimmt das überhaupt? Also hast du da wirklich Leute verpfiffen?
Und ja. Erstmal zu der Strafe. Für die Leute ist das so leicht, das auszusprechen. Ja, 15 Jahre. 15 Jahre ist erstmal in Deutschland die höchste Zeitstrafe, die du kriegen kannst. Ab dann kommt LL lebenslänglich und Ja, so soll. klar. Und wer 15 Jahre kassieren soll, das heißt, der kassiert Höchststrafe an Zeitstrafe. So. Aber dann musst du schon was auf den Tisch legen. So. Und was die Leute nicht verstehen, der Prozess ist ja so, die Polizei, ich sag mal jetzt Polizei, ne, die ermitteln, machen, tun, das sind ja letztendlich nur die Köter von der Staatsanwaltschaft. So, und wenn die dann was die haben, geben die dann weiter hoch. Der Staatsanwalt erlässt den Haftbefehl. Aber das muss eigentlich jeder wissen, ne, das ist immer Verdacht. Verdacht auf das, Verdacht auf das. Was heißt das? Nichts. Das ist nur auf dem Papier wert. Aber das ist dann die Legitimation, dich zu verhaften, also dich einzukassieren. So. Und was jetzt auf Ja, meinem ein Grund von einer U-Haft ist sowieso immer schnell gefunden. Das geht ruckzuck. Verdunklungsgefahr oder Gerade mit Fluchtgefahr. Rockerbonus geht das immer ganz schnell. Du hast auch so keine Chance. Wenn du jetzt das nachweisen kannst, dass du keine Fluchtgefahr hast, kommen die mit Verdunklungsgefahr um die Ecke. Aber so oder so. Und das, was auf dem Haftbefehl ist, das ist ja erstmal jetzt meine Grundlage. Dafür werde ich ja verhaftet. So. Und das heißt erstmal gar nichts. Punkt ist einfach so. Ich bin verhaftet worden, ich bin da jetzt im Knast, ich tue das meinen Zweiteil. Hätte ich einfach meinen Mund gehalten und einfach gar nichts gesagt, was ich eigentlich 9 Monate lang gemacht habe, ne? Fast. Was wäre dann passiert? Kann ich sagen. Okay, ich wäre dann so der große Kohle, der hat nichts gesagt, Kodex etc. hin und her. Ne? Und im Grunde genommen, Pi mal Daumen, ich bin am Ende mit 7,5 Jahre rausgekommen. Und das waren 2 Verurteilungen, so, weil ich war später nochmal vor Gericht. So, Miami Table Dance Bar hieß der Fall. Und das sind dann 7,5 Jahre gewesen. Und summa summel, wenn ich einfach nichts gesagt hätte, alles einfach über mich ergehen lassen hätte, ich wäre Pi mal Daumen auch wieder dahin gekommen. Warum? Ich habe keine Vorstrafen gehabt, gegen mich liegt nichts vor. Das war ja auch von ganz Was war Anfang. denn das mit dieser Table Dance Fall? Was, worum ging es da? Ja, da, ich sag mal so, da wurde ein Machete im Gesicht geschnitten. Die hatten eine Table Dance Bar in Recklinghausen, direkt wo die Banditos da in der Nähe sind. Die Ja. kannten, da waren auch wohl so irgendwelche Geschichten, weiß ich jetzt nicht mehr im Detail genau. Und das waren 2 Jungs auf jeden Fall. Das waren Partner, die das gemacht haben. So, und die kamen dann zu uns im Clubhaus, irgend so einen Abend, dann, die wollten irgendwie bei uns mitmachen, dann haben die irgendwie den Nummernschild gesehen, da war 81 drauf, dann wurden die verdächtigt und dann fing so ein Sammelsurium an, dann sind die zu denen nach Hause gefahren, um zu gucken, sind da Sachen von denen, wie auch immer. Während der Zeit waren die wohl dann irgendwo im Keller oder keine Ahnung, wurden ein bisschen bearbeitet und zurechtgestutzt, sage ich mal. Ne? Okay. Und wie auch immer, am Ende hat sich herausgestellt, das war nicht so. So, und diese Geschichte, das war ja auch das Interessante. Ich habe mich gewundert, dass das überhaupt noch zur Anklage gekommen ist. Weil die war so alt, die war schon so. Das war eine Geschichte, die schon vor meiner Verhaftung passierte, Monate vor meiner Verhaftung. Und da war nie das Gerede darüber. Und dann auf einmal kam so eine Ecke damit. Krass. Okay. So, und wenn ich jetzt danach gehe, ich hätte einfach nichts sagen müssen und wäre Pi mal Daumen so auf das Gleiche gekommen. Aber. Klar, ne, das ist ja schön so, weißt du, dieses Gelaber immer so, ja, Kodex, Modex, hin und her und dies und das. Ganz ehrlich, ich sag, Alter, f*** euch, was für ein Kodex. Ja, jeder redet vom Kodex, weißt du, aber ich möchte die Leute mal sehen, wenn die dann mal in so einer Situation stehen, weißt du, dann ist das leicht, auf jemanden sofort drauf zu hauen. Ich sitze im Hochsicherheitstrakt in einer Zelle. Da sind sogar Sensoren drin, dass du kein Handy einschalten kannst. Ne? So, alles ist um mich umzingelt, so jede Bewegung, Kameras etc. Und das ist eine ganz andere Geschichte dann, wenn du da drin sitzt. Verstehst du? Du kannst dich nicht wehren. Du kannst nicht einfach sagen oder den warnen oder sagen, ey Kollege, das ist dies. Und das war ja am Anfang alles okay. So, ich wurde verhaftet, kam dahin, kein Problem, die Monate vergingen. Und die Sache war nur das Haftbefehl letztendlich. So, dann haben wir Akteneinsicht gefordert, dann kam halt dazu die Fallakten, alles.
Und mein Anwalt hat von vornherein gesagt, das ist lächerlich, da wird nichts bei rauskommen. Also die, wenn sie das nicht beweisen können, was da auf dem Haftbefehl ist, da wird nichts bei rauskommen. Machen wir nebenbei jetzt auch ein bisschen rechtliche Aufklärung. Und dann warst du jetzt erstmal, das sind jetzt die Sachen, wo du in U-Haft warst, ne? Klar, und der Haftbefehl, der geht 6 Monate. Ja. So. Na, bis 6 Monate müssen die dann eine Anklage machen, dich vor Gericht bringen etc., da ist so ein Zeitrahmen. Kriegen die das nicht auf die Kette, können die das nochmal 3 Monate verlängern. Mhm. So. Dann müssen die das aber natürlich auch begründen. So. Mhm. Dann gehst du auf die 9 Monate zu. Und in den 6 Monaten kannst du Haftprüfung beantragen. Aber das ist Blödsinn. Warum? Weil dann kommst du wieder zu dem gleichen Richter, der deinen Haftbefehl unterschrieben hat. So. Ja. Und dann gibt es noch die Haftbeschwerde. Und das war der Schlüssel. Und mein Anwalt hat gesagt, so, 6 Monate um, hat die Staatsanwalt angeschrieben, gesagt, ey, was läuft jetzt irgendwas? Ja, nee, wir verlängern nochmal 3 Monate. Haben sie gesagt, okay. Und als sie das verlängert haben, hat er mir gesagt, guck jetzt, bevor die 9 Monate voll sind, können wir Haftbeschwerde einlegen. Das geht dann in die obere Instanz und du wirst 99,9% rauskommen. Warum? Ich sitze dann 9 Monate, habe einen Haftbefehl und nichts haben die auf dem Tisch. So, wer will mich da noch halten? Und das war der Anfang vom Ende eigentlich, dieser Antrag. Und dann warst du, dann hast du die 3 Monate, dann wurden 3 Monate verlängert. Die 3 Monate haben sich auch dem Ende geneigt. Richtig. Und dann ist ja was passiert. Dann hast du auf einmal Besuch gekriegt. Nein, das ist so passiert. Und zwar dann, ich sag ja, das war der Anfang vom Ende, aber woher willst du das wissen, ne? Dann hat er den Antrag gestellt und wenn du den Antrag stellst, geht der simultan auch zur Staatsanwaltschaft. Okay? So, weil die muss sich dann auch äußern. Ja. Der Gericht wird dann letztendlich die Staatsanwalt fragen, ey, jetzt sind das 9 Monate, was ist jetzt? So, ne? Und nach dem Stand ist nichts. Also dieses Haftbefehl hätte und dies und das bringt dann nichts mehr. So, darum hat er mir auch gesagt, du wirst 99% rauskommen. Mhm. Dann hat er den Antrag gestellt, die sind rausgegangen. Und dann waren noch theoretisch, warte mal, ich glaube 2 Wochen. Also für mich war das so, 2 Wochen noch, dann komme ich raus. Okay. So. Und in dem Moment ist Folgendes passiert. Die Staatsanwaltschaft hat das bekommen und die wusste das ganz genau, was wir auch wussten, dass der Gericht mich gehen lassen wird. So. Und jetzt kommt der Punkt. Bis dato, in diesem Zeitraum, war der V-Mann ja noch aktiv. Die haben den ja noch benutzt. Mhm. So. Dann standen die vor der Entscheidung, du hast ja gesehen, meine Verhaftung, riesen Tamtam, haben die Siedlung abgesperrt, Medien etc. hier, die haben mich ja wie so ein Fisch präsentiert, ne? So der Anglerfoto, so, ne? Hier, wir haben den großen Fisch, wie auch immer. Ja, klar. So, und ja, jetzt, damals, zu der Zeit genau, war das ja so. Und jetzt stehen die davor auf einmal, was werden die Medien sagen, hier, der wurde entlassen, ne? Und hin und her, dann wäre die Polizei am Arsch, ja. So nach dem ganzen Trubel. Und noch eine Woche, glaube ich, dann sagen die, ey, hier, dein Anwalt kommt und so. Ne? Ich denke, korrekt, der wird mir jetzt sagen, ey, hier, ich habe geklärt. Dann kommt er schon rein, so eine Fresse, hat so ein Teil in der Hand. Mhm. So ein Akt, legt er mir hin und ich sage, was ist das? Sagt er, ja, hier, vor Aussage von Christian V-Mann. So, erste Blatt, erster Satz ist, ich habe als V-Mann für die Polizei gearbeitet. Und dann fängt sein Zinken an, so komplett. Und ich habe gesagt, wieso? Sagt er, ja, Haftbeschwerde können wir vergessen. So, ne? So, also bringt nichts mehr. So, und dann fing das eigentlich an, der ganze Gemüse. Warum? Dann habe ich jetzt seine Aussagen gehabt. Jetzt müssen wir vielleicht kurz an dieser Stelle, das wird nämlich auch viele Leute interessieren, einmal zurückspringen zu, ich habe gesagt, wir nennen hier keine Namen, ja. Falls irgendwelche Leute Miami auf die Idee kommen, das zu sperren, ich dachte an Miami Peach. Peach, weißt du? Okay. Passt auf. Peach natürlich wie das, wie Pfirsich, ja. Ne? Nicht wie, ihr wisst schon, dieses Türkische, das meinen wir natürlich nicht. Wir meinen wie der Pfirsich. Doch, nicht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine zwar was anderes, aber egal. Ja, jeder meint das, was er meint. Genau, lass mal. Jeder meint das, was er meint. Also Miami Peach hat ja dann auch irgendwelche, der wurde ja irgendwann gedreht. Der stellt sich zwar immer da als der große, krasse Typ, der irgendwie Gott und die Welt gerettet hat, ne? Retter der Jungfräulichkeit und hast du nicht gesehen. Und hat ja auch unter anderem, hat er ja in seinen letzten Videos erzählt, die Hells Angels müssen dankbar sein, der hat die gerettet, der hat die vom Anschlag bewahrt und tralala, tralali. Und
keiner weiß ja, blickt ja bei ihm durch, Alter, war der Typ Ermittler, war der einfach nur ein V-Mann, war der einfach nur ein Zinker? Was ist mit dem? Was ist seine Rolle? Was, wie, erzähl mal ein bisschen was zu dem. Gleich nicht den Thema vergessen. Wir müssen da anschließen, auf weil wir Fall, jetzt gerade diese V-Mann-Thematik aufgemacht haben. Aber damit die Leute erstmal wissen, wie sich diese V-Mann-Scheiße überhaupt entwickelt hat. Und dann gehen wir da gleich wieder zurück. Ich sag mal jetzt so, weil alles andere wäre jetzt von mir gelogen erfunden. Ich kann, was er ist oder sein soll, das hat er ja in Videos gezeigt und selber alles gesagt. Okay, das stelle ich mal hin. Ich kann dir auf die Schnelle erzählen, wie ich überhaupt kennengelernt habe und wie sich das entwickelt hat bei uns. Mhm. So. Und ich finde, das ist da sinnvoller, dass die erstmal erfahren, weil vieles wissen die Leute gar nicht über den. So. Ja, ja. Außer ja, ja, jetzt das, was er da irgendwie im Internet ja, veröffentlicht hat. So, das ist ja gut, seine Geschichte. Aber ich gehe mal einfach da rein, was ich weiß. So. Und die Geschichte ist klar, der war bei Gremium hin und her, in Hamburg, alles okay, so, warum der dann rübergekommen ist. Fakt aber, der hatte Stress in Hamburg mit den 81ern, da drumherum, scheiß mal jetzt drauf, das hat den bewegt, da abzuhauen. Ja. So, und seine Angehörigen leben in Ratingen halt, der ist dann zu denen gekommen. Und die haben dann wohl aus Hamburg angerufen und in Düsseldorf gesagt, ey, hier, der Wichser ist da, kümmert euch mal und so. Ne? Mhm. Dann fing der Stress halt da in Düsseldorf an. Der konnte sich gar nicht frei bewegen. Dann hat er sich wohl den Gremium angeschlossen, da habe ich den ja kennengelernt. Okay. Die habe ich dann eingeladen auf eine Party und dann ging es darum, die wollten halt alle zu uns wechseln. Ja. So, das war jetzt dieses komplette Paket. Zu uns heißt, damals schon Satudara? Das war Satudara. Ja, so. Okay. Wollten die zu uns wechseln und dann hatten wir eine Öffnung in Hochfeld, Plan B, da hatte ich die dann eingeladen. Mhm. So. Und er war dann da Prospekt, aber ich habe den dann da das erste Mal gesehen. Begrüßung, kennt sie ja alles so. Und dann nach dem Abend, zwei Tage später, stand er bei mir im Clubhaus in Rheinhausen. Okay. Aber ganz normal angezogen und so. Und dann hat er mir so seine Story erzählt. So, der war da bis dato, was er erzählt hat, hatte sich, also das mit dem, was ich wusste und erfahren habe, passte das schon, so diese Geschichte. Ja. Der war auch ehrlich, der hat das gesagt, dass der voll den Stress hat, von da abgehauen ist, hier hingekommen ist, gedacht hat, wenn ich jetzt zu Bosporus gehe, dass ich da so Schutz habe, sind ja alles auch Türken und ja, etc., ja. So, dass das irgendwie so, dass der da Hilfe dadurch kriegt. War ja nicht, weil die 81er, die haben ja keinen Halt dann auch gemacht. Die haben ja jetzt dann auch nicht gesagt, ja, jetzt weil der bei Gremium Bosporus ist, vergessen wir das jetzt oder so. Ja. Ne? Die haben ihre Sache weiter durchgezogen, die Jungs, ist ja normal. Und der hat keine Rückendeckung gekriegt, oder was? Dann wäre er ja nicht zu mir gekommen. Oder ja, der hätte das ja schon da gekriegt, da war ja schon einige Aktionen, wo der noch entkam und dies und das, solche Geschichten, weißt okay, du? Und letztendlich, ich kenne den ja nicht, so, ich kannte dann auch die ganzen Geschichten nicht über den, das war halt der, der dann da stand. Ja. Der hat das dann alles erzählt, ich fand das erstmal gut, warum? Weil der da offen gesagt hat, ey, ich brauche Schutz, so, darum ging es im Kern, so. Und wenigstens sah ehrlich. Genau, so, nein, das war auch der Grund, was mich angeregt hat, dass ich mich dafür interessiert habe, weil da war der Punkt, dann habe ich mich hintenrum mal hellhörig gemacht, was ist das für einer und hin und her. Dann habe ich halt diese ganzen Sachen gehört, so Hamburg, St. Pauli, Bordellgröße, hin und her, den ganzen Salat, was da jetzt war, so, alles gut. Und dann hatte ich ihnen gesagt, extra deswegen, ich sage, komm dann und dann mal wieder, ne, dann können wir darüber mal reden, weil ich wollte mich ein bisschen so hellhörig machen. Dann kam der wieder, haben uns wieder halt getroffen und er war offen, ich war dann auch offen. Ich habe gesagt, guck mal, okay, kein Problem. So, aber verstehen wir nicht falsch, Hamburg hin, her, Bordellkönig, wie auch immer. Für mich kannst du mir eine blasen theoretisch. Du stellst dich ganz hinten an, fängst da an, wie jeder anfängt, ne? Und dann passt die Sache. Mhm. So, hat er gesagt, okay, aber ich habe ihm auch gesagt, ich stehe zu dir. Also ich übernehme Verantwortung dann auch, aber du stellst dich hinten an und machst das, was jeder auch machen muss. So, okay, okay. Und der war eigentlich so, wenn man mir jetzt konkret sagen würde, so, wer ist Jack, so,
kann ich erstmal vordergründig nur sagen, der Mann, der den Parkplatz bewacht hat, so, das war sein Job, das hat er gemacht, da wollte ich den sehen. Da war der auch immer. Okay. Warum? Weil wegen die Geschichte, Hamburg, Bordellkönig und etc. Da sollen auch die anderen sehen, sodass auch so einer hier nichts zu sagen hat und sich hinstellt. Weil bei Satudara, da kannst du sein, wer du willst, da kannst du der Papst sein, so. Du stellst dich hinten an und fertig, so. Mhm. Okay. So, das hat keinen Einfluss, meine ich, so. Und so hat er dann halt angefangen, ne? Und mich haben nämlich Leute auch gefragt gehabt, ja, wie konnte der den Typen denn überhaupt reinlassen? Der war doch schon bei Bosporus ein V-Mann. Ja? Ja, okay, da steht das auf seiner Stirn oder? Ja, ja, genau, das genau, genau, das ist halt die Sache. Ja. Du wusstest das überhaupt nicht, ne? Nein, 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 nein. Klar, die Information, die du eingeholt hast, da war der auch noch nicht verbrannt. Ne? Nein, nein. Alles war okay, seine Geschichte, seine Story passte. So, ich habe das ja unabhängig gemacht, also und wie, von Leuten aus Hamburg. Wie haben sie den Typen dann gedreht? Wann haben sie den gepackt? Also, boah, ich weiß nicht, der war so ein bisschen so Etepetete, so, ne? Weil der kommt ja so aus dem Rotlicht, ne? Ja. Und eins konnte der konnte gut labern. Ja. Also ich konnte mir gut vorstellen, dass der so die Frauen gut rumkriegt mit seinem Gerede, so. Weißt du, der hatte das echt drauf, so. Und das war halt so eine Sache, wenn du den objektiv angeguckt hast, stand da so ein Riesentyp so, ne? Aber so im Detail so, ich weiß ja nicht, jeder tut ja andere nach seinen Messen, sage ich mal jetzt, beurteilen. Dann so ein Riesentyp so, aber so vom Verhalten her so war der halt so ein bisschen so labbrig, sage ich mal so. Hm. Ne? Also das war so eine komische... Mogelpackung. Ja, genau, so, ne? Hm. Sowas. Und ich habe mir dann auch gedacht so, ne? Dann, ich guck den an, ich sag, ja, okay, so... Riesentyp, wovor hat der Angst? Immer, ne? So werde ich doch oder so, wie auch immer so. Ne? Aber der hatte nie die Ambition. Der hat so den kürzeren Weg. Der hat lieber Kohle und kein Stress. Und guck mal, ganz ehrlich jetzt, ich persönlich, ne, ich könnte es nicht machen. So, dass ich, guck mal, wenn ich mich in einen Club anschließe, ne, das ist dann ein bisschen, sage ich mal, lau, ne? So kalter Kaffee, wenn du da um die Ecke kommst und sagst, ja, ich brauche Schutz und hin und her. So, ne? So, das ist ja irgendwo auch Blödsinn, finde ich jetzt. Ja, im Prinzip schon, aber gehört hat man die Story auf jeden Fall schon öfter, ne? Ja. Und alleine ist es ja auch immer so eine Sache, ne? Ich meine, am Ende hast du ihn ja auch genommen, obwohl er so zu dir ankam, ne? Ich habe dir eine Chance gegeben, das ist was anderes. Ja, ja. Ich habe dir eine Chance gegeben, so. Und bei Satudara, vor allen Dingen ging es ja darum, wenn du an der Tür anklopfst, so, ist egal, wer du bist. Welche Rasse, keine Ahnung, egal, spielt alles keine Rolle. Du kannst, weiß ich nicht, Mafia 10 hoch sein. So. Aber ab dann, wenn du an der Tür klopfst, lässt du alles hinter dir, wenn du da reingehst. Weil da ist das scheißegal, wer du bist. Mhm. So, du bist das, was du da sein sollst und du kriegst deine Nische, deine Ecke und da hast du dich dann hinzustellen und zu machen, wenn du willst. Also weißt du nicht genau, wann die den gedreht haben? Oder? Ich vermute mal, dass das war, also ich vermute, so der Übergang von Hamburg hin. So. Okay, also doch schon bevor er bei Bosporus war. Ja. Okay. Also vermute ich, warum? Weil da ging es ja bei dem echt um. Aber er ist definitiv kein privater Ermittler gewesen. Oder? Nein, nein. Ne, der war ganz nein. normale. Nein, sowas wie Christian. Ja, sowas okay. wie Christian. Das heißt, irgendwann selber mal Scheiße gebaut? Für mich ein Ermittler, da würde ich sagen, so, ey, der macht seinen Job. So, aber was er macht oder Christian, das ist für mich eine Ratte. So. Wir müssen den Leuten auch mal erklären hier bei YouTube, was überhaupt ein V-Mann ist. Ne? Viele Leute haben da ein bisschen falschen Eindruck, wie so ein V-Mann überhaupt, ich sag mal, gezüchtet wird, gemacht wird. Ne? Weil in der Regel läuft es ja so, dass diese Leute selber irgendwo Dreck am Stecken haben, erwischt werden. Und dann irgendwie die Chance kriegen zu sagen, ey, guck mal, wir vergessen, was du gemacht hast. Aber dafür erzählst du uns mal ein paar Sachen über den und den. Das sagst du jetzt nicht schlimm. Ne, na, das ist die, das, so wird ja, ein Vormann ja, aber was sie mit mir gemacht haben, da haben die noch zwei Schippen draufgelegt. Also, da haben die noch zwei Schippen draufgelegt. Inwiefern? Das war jetzt, was Christian angeht. So, wir konnten das sogar beweisen. So, dass letztendlich
die Polizei den angestiftet hat. Ja. So, die haben denen gesagt, Beispiel wie mit dieser Waffe. Was hatten die gegen den, dass sie das machen konnten? Der wurde, am Anfang war das nicht klar so, ne? Weil eins muss man sagen, guck mal, da ist auch noch eine Story. Die muss ich ja auch ganz ehrlicherweise sagen, ne? Man muss den Kind beim Namen nennen. Und da hatte ich ja den Stress schon mit 81 und alles so. Und der kam ja über einen Kollegen zu uns. Ja. Der war ja vorher bei den Banditos. Ja. So. Und der war halt so ein durchgeknallter Typ, haben die den rausgeschmissen. Er kannte ihn und der war, also den kannte ich 30 Jahre lang. Also, ne? Der hat dann für den gebürgt. Ich wollte den von vornherein nicht haben. Mhm. So, da war noch ein bisschen so Konflikt etc. Am Ende habe ich mich überreden lassen, habe ihm sogar noch gesagt, ey, bürgst du für den und so. Bist du sicher? Ja, habe ich gesagt, okay, komm, ab heute ist er dabei. Aber ich habe den immer im Auge gehabt. Mhm. So. Und dann wurde das natürlich publik. Und dann, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber von den 81ern in Duisburg, ne, ruft mich jemand an und warnt mich sogar noch. Guck mal, die haben mich sogar gewarnt. Die haben gesagt, ey, der Typ ist so und so, mit den und den von uns hat er damals das und das war, da hin und her, hat er mir das so gesagt. Und klar, jetzt in dem Moment denkst du ja auch, das kennst du ja auch. Dann will man gute Leute schlecht machen, ne, und etc. Ja, so. Ja. Und da war auch die Überlegung natürlich. Ne, aber mich hat das irgendwo bestätigt. Warum? Weil der kam mir nie so. Kennst du das so? Ja, ja, klar, das hat nie gepasst so irgendwie. Ja. So. Und so kam der dann halt in den Club rein. So. Und die haben den mit 3 Kilo Koks erwischt. So, das war dann aber wohl eine andere Behörde. Guck mal, das ist auch ganz interessant. Das war eine ganz normale Drogenfahndung etc. Pipapo. Hatte noch nicht mal was mit Dings. Die wussten im Kern noch nicht mal, wer der ist in Wahrheit. Okay. So, das hat er privat gemacht. So, der wurde erwischt. So, und dann haben die Duisburger Behörde davon Wind bekommen. So, sind dann, so läuft das dann. Ich habe mich so mal informiert. Ne? Die gehen dann zu der Behörde rüber, sagen dann, ey, wir haben eine größere Sache am Laufen mit dem Typ, ne? Gibt uns mal die ganzen Ermittlungen und sowas. Mhm. So haben die Akten alles genommen und haben den dann mitgenommen. So, und das war der Anfang, wo die den gedreht haben, sage ich mal jetzt. Ja. 3 Kilo Koks. Passiert okay. Nichts, etc. Reden wir nicht, du bist der Sergeant, und weil den ihr Ziel war größer. Ja. So, ja. Was wollen die jetzt mit einem kleinen Steak, wenn die den ganzen Vieh kriegen können? So. Das ne? heißt, im Endeffekt ging es darum, dich und Satudara vom hier aus Duisburg von der Karte zu löschen. Das werde ich ja später erzählen, aber das war so gezielt, hat man den da bei uns dann platziert. So. Und guck mal, das ist Jackpot, der war ja sogar noch Sergeant. Ne? Ja, so, klar. Der saß ja mit am Tisch, ja. Musst du dir überlegen. So haben die den halt gedreht. Aber das Interessante ist, die Drogenfahndung, die den als erstens verhaftet, alles, also diese ganze Aktion. Was ist mit dem Stoff passiert? Und zwar, die Behörde muss das machen, asservieren und dann kommen dann in die Asservatenkammer. So, jetzt frage ich mich, okay, die haben den jetzt rübergeholt. Eine Akten, klar, du nimmst ein paar Akten, gehst. So, aber was ist mit dem Stoff? Weil, das geht ja nicht. Das müssen die jetzt verschwinden lassen. Die können, irgendwann sitzen wir jetzt da und dann sagen wir, ja, okay, so. Die können doch nicht sagen, ja, der wurde mit 3 Kilo Koks erwischt, aber wir haben gesagt, so komm, wir sehen mal weg, arbeite für. Das ist eine Straftat, 3 Kilo, Mann. Ja, klar. So, wo ist dieses Thema überhaupt geblieben? Der wurde da verurteilt, 2 Jahre Bewährung, das war noch nicht mal in der Anklage drin. Also, bist verschwunden. Der 2 Jahre Bewährung, wo 3 Kilo Koks gekickt? Nein, das war noch nicht mal da drin. Ach so, das war nicht da drin. Das war noch nicht mal Thema. Haben die einfach unter den Tisch gekehrt? Oder? Jeder soll sich Gedanken drüber machen. Okay, interessant. Ja, ich sag's immer wieder, wer glaubt, dass bei den Behörden, bei der Polizei oder bei den Medien immer alles so läuft, wie die es sagen, der ist sowieso, lebt in einer anderen Welt. So, jetzt pass auf, guck mal. Und dann kann man das verfolgen. Und in den Akten, jetzt als V-Mann, musst du ja einen V-Mann-Führer haben. Du hast eine Person, der ist dein Kontaktmann. Nur den siehst du, mit dem redest du und alles macht er weiteres. So Aussagen etc. So Maulwürfen entgegenzugehen. Genau, ne? Und bei denen haben sie sogar eine andere Nummer angewendet. Und zwar, da können wir ja gleich auch nochmal drüber reden, ich hatte ja auch bei der Polizei Maulwürfe. So ist es ja nicht. Ne? Okay. So.
Und die hatten schon so irgendwie das gerochen. Also du hattest selber Leute bei der Polizei sitzen, die Infos gesteckt haben. Ja, die haben den einen sogar noch erwischt. Und dann haben die im Internet, sind auch noch diese Dings hier bei dem letzten Beitrag über seine Verhandlung von Stern TV. Aha. Da haben die das auch gezeigt. Aber die haben den Verfahren eingestellt. Logisch. Ne? So, was hast du denn erwartet? So, ne? Und da war eigentlich noch einer, aber scheiß drauf, waren sie hinterher, ich hab, das war sein Fehler, ich hatte damit nichts zu tun, mhm. Verstehst du, so. Und auf jeden Fall, wie soll ich das erklären, guck mal, die gehen hin, guck mal, die gehen hin, die ziehen den rüber und das sind 3 Kilo, mein Gott, so, das ist schon eine Straftat, so, dann nehmen die den, dann drehen die den um, jetzt ist der V-Mann. Jetzt braucht er einen V-Mann-Führer, aber was machen die jetzt? Die nehmen einen in Hannover. Okay. Landeskriminalamt Hannover. Warum? Weil in den Akten sind die Dokumente mit Stempel vom Landeskriminalamt Hannover. Steht V-Person, die sagen, schreiben niemals den wahren Namen. Und dann sein Bericht. Hm. So. Und der ist alle 3 Monate dahin gegangen. Hat dann berichtet. Und der erste Bericht, fragen die den, ja, das war dann aber Brotherhood. Nicht Satudara. Ja, okay. Brotherhood. Dann sagt Brotherhood, für die Leute zu Info. Den Club, den ich gegründet habe. Das war der Club, den du gegründet hast, noch bevor überhaupt Satudara genau, richtig, in Deutschland richtig, war. Genau, richtig, richtig. Und der erste Bericht von ihm, ja, ne, da läuft nichts. So, dann nach 3 Monaten ist er wieder da. Dann steht da wieder, ja, ne, da läuft nichts. So, sind 6 Monate. Und auf einmal so, aus heiterem Himmel, der dritte Termin, wo der war, so, da fängt der erste Mal an, ja, ich kenne da einen, der hat da so eine Telekommunikationsgeschichte am Laufen, der macht mit Gras und die, so ein bisschen zähflüssig so, weißt mhm. du, so, und hin und her und da fing das dann eigentlich dann richtig an, man kann da auch die Zeitdinge verfolgen, aber trotzdem hat das nicht gereicht mhm. für die Behörde. So, und ab dann, auf einmal komischerweise so, ein Mann, der hat nichts Kriminelles gemacht. So, der ist seinem Sport nachgegangen, war Fremdenlegionär, hatte das drauf, okay, gut, ganz solide. Keine Drogen, nichts, Straftaten, ist dem immer ferngeblieben, etc. Und diese Person, auf einen Schlag, ja, ich gehe Koks holen, ich mach das, und die so wie ausgewechselt. So voll der Kriminelle so. Auf einen Schlag aber. Okay. So. Bei euch dann am Tisch. Allgemein, allgemein. Sein Verhalten und dies und das und jenes so. Ne? Ich habe das sofort gemerkt. Dann habe ich erstmal gedacht, okay, aber mein Gott, komm, der hat ja bestimmt immer nur einen auf Dingen gemacht. Jetzt braucht er bestimmt Kohle, wie auch immer. Hab das nicht so jetzt verdächtig, sage ich mal. Ne? Ja. So. Und dann fing der an halt dies zu machen, jenes. Diese Sachen. Was er da dann alles gemacht hat, für uns augenscheinlich, sein Geschäft war, sein dies und das war, war eigentlich schon der Anfang vom Spiel der Polizei, die den gesteuert haben. So, weil die haben denen die Instruktion gegeben. Nachher in den Aussagen, seiner Aussage, habe ich genau die Geschichten da, nur mit dem Unterschied, stelle ich jetzt so vor. Das ist jetzt die wahre Geschichte. Der geht nach Holland. XY hat noch nicht mal Satudara was mit zu tun, gar nichts. So, der geht nach Holland, ich weiß nicht wer, wie, wo, wann, bestellt sich ein Kilo Koks, kauft das, bringt das hier hin, dann kennst du das ja auch. Hier kommt Jungs, ich hab das, holt von mir, so, ne, ach das, dies, jenes, gibt das den Leuten, dies, das, alles gut. In seiner Aussage steht alles genauso, wie der das auch gemacht hat, nur mit dem Unterschied, er ist da raus, ich bin da drin. Okay. Der Ali hat bestellt, der Ali hat gesagt, der Ali, also seine Story 1:1, nur ich bin da raus, hat er mich reingetan. Jetzt sind wir nämlich ja auch wieder beim Anfang, weshalb ich das mit den V-Männern erst anschneiden wollte, weil jetzt sind wir genau wieder an dem Punkt, 9 Monate U-Haft und dann diese Sachen liest du während den 2 Wochen, die noch geblieben sind. Eine Woche, die noch geblieben sind, ne? Kriegst du diese Infos, ne? Kriegst du diese Papiere quasi vor die Nase gelegt. Richtig. So, das die, war Aussagen. Ja, die Aussagen. Die Aussagen. Ja. Das war also der Ausflug einmal in die V-Mann-Welt. Und jetzt sind wir wieder bei dir in der Zelle. Eine Woche noch bis zur Entlastung und du kriegst die Papiere vor die Nase. Das werden wir ja gleich noch verbinden. Das geht ja eigentlich da weiter, aber so ist gut.
Dann, okay, alles klar, Enttäuschung hin und her, wie auch immer, kannst ja nichts ändern. Ich habe da Teil mitgenommen, voll interessiert natürlich, ne, so Riesendinge. Dann habe ich angefangen, ne, da zu lesen, was der alles gesagt hat. So. Und Katastrophe, der hat Gott und die Welt beschuldigt. Mhm. So. Auch teils Leute, die eigentlich noch nicht mal was mit dem Club zu tun hatten. Also so weit ging das schon raus. So. Und wer war alles dabei? So von dem, mein Bruder war dabei. Guck mal, der war mit bei mir im Club, mein älterer Bruder. Mhm. Dann von meinem ältesten Bruder, der Sohn, der war mit dabei. So. Alle waren da drin. Viele Leute so. Auch von mir, die ich von früher kannte, alles. Und so, also warte mal, da waren glaube ich über 23, 25 Leute, keine Ahnung, die im Dingen waren. Also, in der Aussage von diesem. Genau, so. Bevor ich da jetzt weitermache, ne, jetzt pass auf, guck mal, das musst du jetzt nämlich auch wissen, ganz kurz. Als die Verhaftung durchgezogen haben, also mich verhaftet haben, da wurden ja viele verhaftet. Mhm. So, und das waren auch Aktenkundige, aber jetzt pass auf, es werden, keine Ahnung, 10, 15 Mann verhaftet, am nächsten Morgen schon werden alle entlassen, nur ich und der Dings werden festgehalten. Guck mal, alle wurden entlassen, am nächsten Morgen. Alle, die verhaftet worden sind. Nur ich und mein Spannmann halt. Uns haben sie festgehalten. So. Nur so zur Info. Auf jeden Fall, dann habe ich mir dann alles durchgelesen. Wem der alles beschuldigt hat. Das ganze Salat halt. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, was für ein Spiel überhaupt da läuft. So, warum? Ich kenne ja seine Geschichten, was er gemacht hat. Wie jetzt mit dieser Koks-Sache. Und dann gucke ich weiter so, ey, der Typ, alles, was der gemacht hat, hat er sich rausgeholt und mich reingetan. Aber er hat das nicht gemacht. Mhm. Die Bullen haben das gemacht. So, er war nur der Dings. So, der geht hin, erledigt die Aktion, alles drum und dran, hinten alles schön super. Und dann geht der nach Hannover zu seinem V-Mann-Führer, macht Aussage, ja, der Ali hat den und den dahin geschickt. Seine Geschichte erzählt er so rum, ob ich das gemacht habe. Aber du warst doch dann sowieso bestimmt hundertprozentig über Telefonüberwachung, Observation, dies, das. Das ist jetzt, guck mal, das war ja in der Gesamtakte. Ja. Wo ich verhaftet worden bin, kannst du ja dann Akteneinsicht nehmen. Die war ja noch größer. Das waren, weiß ich nicht, 6, 7 Ordner waren das. Also okay. Volle Ordner. So. Und ich muss das jetzt ehrlich sagen, ne, klar, das waren meine Jungs, aber. Die sind alle gegen die Wand gerannt gewesen, weil diese ganzen TKÜs, die ich gelesen habe. Ne? Ey, bring mal das, ne, das ist 98% hin. Die haben sich selber schon alle ausgeliefert. Also, ja. Was die da alles miteinander geredet haben. So. Okay, das waren jetzt Sachen, mit denen hatte ich nichts zu tun. Mhm. So, da ist auch keiner zu mir gekommen und wollte mich damit in Verbindung. Weil die Sachen waren glasklar. Ja. Du redest jetzt mit deinen Kollegen am Telefon, sagst denen, bring mal Streckmittel, das Zeug ist zu stark, wir müssen das entschärfen. Ne, ja. Dies, dat, ja, das ist wie eine Unterschrift aus einer Geständnis. So, was soll ich denn da noch sagen? Ne? Die habe ich ja nebenbei alle noch mitgelesen. Und dann konnte man das gut vergleichen, worum es ging. Also, was er da erzählt, dann die Hauptakte von der Polizei. Ich habe echt wie ein Anwalt gearbeitet. Ich bin dann in die Hauptakte und habe dann immer entsprechend, das hieß dann immer Fall 2, Fall 43 und dann fing das an. Dann habe ich da so Vergleiche gemacht, habe ich geguckt, was wo passt, was der wo gedreht hat, wie auch immer. Und am Ende so war das der Endergebnis. Für mich definitiv. Was ich eigentlich meinte mit diesen Telefonüberwachungen. Ich habe auch schon mitgekriegt, dass diese ganzen Observations- und Telefonüberwachungen auch mal dafür gesorgt haben, dass das Leute entlastet hat. Ne? Jetzt war es ja bei dir so, dass dieser Typ Sachen gedreht hat und das dir in die Schuhe geschoben hat. Aber normalerweise, wenn man davon ausgeht, dass du jetzt ja sowieso die ganze Zeit unter Beobachtung stehst, Observation und Telefonüberwachung, dann müssten die Leute ja eigentlich gecheckt haben, dass du diese Fahrten gar nicht gemacht haben kannst, weil du zu den Zeiten woanders warst. Guck mal. Und dein Anwalt, auch wenn die Polizei, ne, die werden natürlich nicht freiwillig damit rausrücken, aber zumindest der Anwalt, der kriegt ja diese Papiere und der müsste dann ja eigentlich sagen können, hey, das ist ja interessant, dass der da und da sein, gewesen sein sollte, aber ihr habt ihn überwacht und da zu dem Zeitpunkt war er da und da. Das brauchtest du noch nicht mal. Ich erzähle dir jetzt was, ne?
Ich sage ja, die sind so dumm gewesen, ne? Also ich weiß echt nicht, was für Ermittler das waren, so, ne? Aber die waren so dumm gewesen, aber irgendwo auch sicher ihrer Sache, denke ich mir mal. So. Im Kern, weißt du, worum es eigentlich ging? Es ging darum, da ist so ein Typ aus der Siedlung rausgekommen, hat sich da irgendwo in eine Stadt gestellt und dann sich mit dem größten Rockerclub der Welt angelegt. So. Im Kern wusste ja keiner, worum es geht. So, manche haben gesagt, der ist wahnsinnig, manche haben dies gesagt, das. Nein, ich war ganz normal. So. Und dann ist diese ganze Geschichte ausgebrochen. So. Der Behörde ging es nur um eins. Die haben auch richtig gedacht, finde ich, was das angeht. Und zwar, die Qualität der Gewalt, die ging ja dann so hoch. Und glaub mir, da sind nicht nur Polizisten, da sind auch Psychologen. Okay, die haben mich analysiert, um voraussehen zu können, was würde der als nächstes machen können, wie weit würde der gehen, so So an Bereiche. profilermäßig. Genau, richtig, so. Und hier ging es darum, es werden Menschen fallen. Definitiv. Also, der Kern war das zu verhindern, sonst gar nichts eigentlich. So. Und jetzt pass auf, da stehe ich jetzt, unangreifbar, warum keine Vorstrafe, nix. Jetzt pass auf, guck mal, ich bin sogar noch Geschäftsmann, habe eine Firma am Laufen. So. Man kommt nicht an mich ran, man kann mir nichts beweisen und die waren ja schon über ein Jahr am Ermitteln. So. Und dann kam der Jäger, damals Innenminister. Und dann hat er was vor den Medien, kann man alles in den Archiven rausholen. Null Toleranz für Rocker. So. Und ab dann fing alles an, was anfing. Und da hat wohl dann die Behörde OK irgendwie so geschaltet und gesagt, so, ne, bevor jetzt jemand stirbt, das wird ja alles auf die zurückfallen, müssen wir den Typ wegschaffen. So oder so, wir müssen den wegschaffen. Ha, die haben das jetzt rechtlich versucht, ging nicht. Das ist ja der Vorteil, du musst ehrlich sein. Wir haben das ja leichter, wir müssen uns ja an keine Gesetze halten. Die Polizei muss das ja. So. Aber man kann doch jetzt nicht sagen, so, meine Gesetze sind ausgeschöpft, wir kommen an den Typ nicht ran. So, komm, scheiß mal auf Gesetz, wir machen das Ding jetzt klar. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das geht doch nicht. Haben sie aber. Ja. Eiskalt. So, und jetzt guck mal. Die Geschichte Kalaschnikows mit einer Kiste haben die ja super in den Medien ausgeschlachtet damals. Die Behörden so, ne? Alles im Detail. Riesenwaffenlieferungen und so. Genau, richtig, so. Ich weiß nicht, eine Kalaschnikow, die hatte ich zu Hause stehen, so nur nebenbei. Dann noch eine Kiste, was soll da jetzt eine Riesenlieferung sein? Aber die haben das schön medienmäßig ausgeschlachtet. So. Aber keiner hat die Geschichte genau angeguckt. Und zwar, ich habe das in den Akten ja gesehen. Die nennen das Vermerke, so, was die Polizei dann macht. Die sind dann mit drinne. Der V-Mann, also Christian, können wir ja sagen, der ist ja öffentlich so. Der geht hin. Bestellt in Holland diese Kalaschnikow und Munition. Jetzt nur nebenbei gesagt, ne? Okay, was andere sagen, hingestellt. Das wurde ja noch nicht mal irgendwie von Satudarah bereitgestellt. Frag mich nicht, woher er das jetzt bestellt und geholt hat. Aber der war so dreist und so abgewichst, ne? Hat dann in Tilburg den Clubhaus dafür benutzt, dass die Klamotten da hinkommen und der das von da abholt. So, in den Medien, ja, hier, ne, das war ja eigentlich, worum es dann ging, ja, hier, Satudarah hat was, weiß ich, hin und her, so. Und der bestellt das, wie auch immer, arrangiert das alles, und das war so ein Wochenendabend, glaube ich. Und dann zwei Jungs sind mir aufgefallen, die waren dann so, so bedrückend und etc., so komisch drauf, habe ich eingerufen, habe gesagt, ey, was ist los und so. Da meinte er, ja, und da war gerade noch seine Frau im Krankenhaus und alles. Meinte er, ja, hier, der ist gekommen, wir sollen das und das machen, da abholen und dies und das. Ich sag, wie? Und da habe ich das erste Mal davon überhaupt erfahren. Ich wusste gar nicht, dass der so was bestellt hat. Dann habe ich mir den gerufen, habe gesagt, hör mal, Keule, was ist los? Was willst du mit der Apparatur so? Ne? Ich sage, ich weiß von nichts. Ich sage, ich brauche das nicht. Was willst du denn? Ich sage, bist du Afghanistan jetzt direkt so? Ne? Ohne Scheiß. Das ist halt auch die Sache. Man muss ja. Also, was will man mit Langwaffen, mit solchen Dingern? Also, wenn, also jetzt mal nur mal so, auch für die Leute, die vielleicht da nicht so drinne sind, aber normalerweise am beliebtesten auf der Straße sind eigentlich so Revolver oder halbautomatische Deswegen, Pistolen und so genau, weiter. deswegen Du habe willst ich. ja, du willst ja, deswegen sind die auch auf dem Straßenmarktmäßig, straßenpreismäßig, sind
Langwaffen deswegen ja auch meistens günstiger. Eine Kalaschnikow ist ja richtig günstiger als ein Revolver. Richtig. So, das wissen auch viele nicht. Ne? Die denken auch, so ein Riesending ist bestimmt teurer. Nein, weil es auch einfach unpraktischer ist. Klar, ne? Klar. Für das, was man damit dann hier vorhat, Alter, da bist du... Du willst ja nicht einen auf Blade machen mit so einem Ding unterm Mantel. Nein, es geht ja einfach darum, so, das ist die Art des Krieges. Ne? Wenn du mir den Krieg erklärst, so, kannst du mir nicht vorschreiben, welche Waffen ich gegen dich benutze. Und das ist mir ja gerade aufgefallen. Die Jungs sind mit Bleispritzen rumgelaufen. Ich war dann auch dafür zu sagen, lass mal schweres Gerät anschaffen. So. Ja. So, wenn dann Krieg, jeder redet immer von Krieg, Krieg, Krieg. Ja, was ist denn jetzt Krieg für dich? Mit ein paar Mann sich boxen hin und ich kenne Krieg dann anders. Ne, in Krieg gibt es Schüsse, Explosionen. Also ganz ehrlich, wenn ich an so einen Kampfhubschrauber gekommen wäre, hätte ich den auch noch geholt. Also, ne, so ist das aber. Ich will dir das nur erklären. Da gibt es keine Grenzen mehr. Ja. Da kannst du nicht sagen, so jetzt machen wir Krieg, aber du darfst nur die Waffen benutzen. Ja, Granaten sind in der Zeit ja auch öfter geflogen. Ne? So das ein oder andere Ei hatte man schon mal steckt. Auf jeden Fall, der arrangierte, ich sag zu dem, konfrontiert ihn damit, dann kommt er auf einmal um die Ecke so ganz, ja, ich bin Sergeant, misch dich nicht ein. Und so. Ich so, ja, ist ja gut, du bist jetzt Waffen. Mal, aber was willst du damit? Hol doch, alles klar, mach, aber was willst du damit? So, weil, guck mal, ich habe das immer so gemacht. Wenn ich was vorhatte, habe ich mir was geholt, habe das benutzt und das war's. So, ansonsten, ich habe nichts geholt, was ich nicht gebraucht habe. Was willst du denn damit? Prollen, zeigen, spielen, was weiß ich. So. Ne, ist doch Blödsinn. Und nach Bedarf, rein nach Bedarf. So. Und er hat halt in dem Moment etwas gemacht, was erstmal nicht gepasst hat. Warum? Ich weiß von nichts. So, haben wir dann geredet, okay, hin und her, hab dann gesagt, okay, alles klar, du bist der Sergeant, du bist der große Meister, du gehst mit, lass den nicht alleine gehen. Ja, wie? Ich sag, wie? Was für ein Sergeant bist du denn dann? Hm. Dann geh doch wenigstens absichern oder so, wenn du die Hosen voll hast, ne, dass du irgendwie vorfährst oder hintenrum, keine Ahnung so. Ne, das ist meine Sache, ich mach das schon. Ich so, alles klar, viel Glück so. Ne? Warum? Weil bis dato war das für mich okay, weil es hatte nichts mit Satudara zu tun. Mhm. So, hätte es was damit zu tun, hätte ich das sowieso verhindert. Da hätte der gar nichts machen können. Weil der ist immer nach Holland gegangen und hat mich gepetzt und sich beschwert über mich. So eine Ratte war das. Ja, okay. Ne? So, hier, der macht das und dies und das und jene, so einer. Auf jeden Fall alles gut arrangiert. An dem Abend, auf dem nächsten Tag, soll die Sache jetzt laufen. Okay? Der hat die zwei Typen dann gebrieft, alles gut, Leihwagen hin und her, die fahren los. In der Akte auf einmal sehe ich, bemerke drin, von der Polizei, ja, die sind jetzt auf A, was weiß ich, sind vor, da, was weiß ich. Die Polizei war hinterher, deutsche Behörde. Also die haben einfach nur auf Zugriff gewartet. Nein, ich habe da zum ersten Mal gesehen, ey, die wussten das also, dass da was läuft, weil die sind hinter denen her, die berichten das in den Vermerk. So, ja, da ja. Auf der Autobahn hin und her. Und so geht das dann weiter bis in Holland und wo die gegangen sind und genommen haben. Und das geil ist, das wurde von der Polizei noch protokolliert, ist in den Akten drin gewesen. Und dann die Rückfahrt alles protokolliert und dann kommt er bei sich, wo der wohnt, vor dem Parkplatz. Ja. Hält da an und dann SEK-Zugriff. In Deutschland? Ja, ja, klar, wo der wohnt. Und diese Sachen, die sind auch in den Archiven, da haben die ja in den Medien alles berichtet, die Verhaftung. Wie gesagt, die haben das ja ausgeschlachtet, so schön. Und Hausdurchsuchung. Und bei der Hausdurchsuchung haben die in der Küche auf dem Kühlschrank unter so einem Handtuch eine kleine Skorpion gefunden. Okay. Also so eine Mini-Uzi, so. Ja. Nur nebenbei. Und der nachher hat er, da ist auch einer von denen, der gegen mich ausgesagt hat später, so. Hat dann behauptet, das wäre meine, ich hätte die so zu Dings gegeben. Zur Sicherheit quasi. Ja, so zur Aufbewahrung, genau, zur Aufbewahrung hat er gesagt, ne? So, so, ne? So, aber seine Aussage. Auf jeden Fall alles drum und dran, die Sache ist erledigt, das ist jetzt der Fall. Alle Gurken sitzen da jetzt, sehen da, hier die ganzen Internet-Rambos, hier, da erwischt worden. Die, aber keiner guckt darauf. Aber einerseits auch verständlich, wer erwartet sowas? Aber jetzt guck, das hat auch mein Anwalt zum Punkt gebracht. Die Frage ist jetzt die gewesen. Okay, wir nehmen mal jetzt alles an. Ne? So. Man kann ja jetzt sagen, ey Ali, ihr wurdet doch eh observiert. Ne, kann man ja jetzt gut möglich sagen, weil ich sage ja, nein, das war geplant von der Polizei. So, dann kannst du ja jetzt sagen, ja, aber ihr wurdet doch allgemein observiert. Okay,
Aber dann folgende Frage. Das ist jetzt eine allgemeine Observation. Die können ja nur so lange observieren, bis die irgendwo ankommen. So, und dann irgendwas, die sehen ja nichts letztendlich, was, worum es geht, wie auch immer. So, sind da Drogen, ist da vielleicht ein Chinese drin, keine Ahnung, den die im Kofferraum gepackt haben. So, wissen die ja nicht. Dann fahren die wieder zurück, dann kann man das auch noch erklären, wo ich jetzt sage, ey, Kriegswaffen über die Grenze hin und der auch gut. Dann kommen die nach Hause, der parkt, dann SEK-Zugriff. So, SEK ist ja keine Streifenpolizei, die irgendwie hier rumfährt, wo du mal kurz anrufst und sagst, ey Jungs, kommt mal her, so, ne? Mhm. Da wird alles geplant, außer Notfälle, Geiselnahmen etc. So, und die Frage war jetzt, ey, woher wussten die das alles so? Dass schon SEK bereit genau vor dieser Wohnung wartet, so. Warum nicht? Warum hat das SEK-Beispiel nicht nach dem Grenzübertritt zugeschlagen? Die wussten, wo das Ziel ist. Die wussten, dass die nach Hause kommen, auf jeden Fall. Das war nämlich so. Nicht Christian hat die Kalaschnikows bestellt und gekauft. Und zwar die Polizeibehörde hat die bestellt und gekauft. Die haben denen das gesagt. Mach das so und so. Dies und das, dann fährst du dahin, lotst die Jungs dahin, die sollen da und da kommen und wo das SRK auch zugeschlagen hat letztendlich. Ja. Das war die Frage. Ach ja, klar, normal, das SRK, die waren da zufällig unterwegs in Ruhr, wollten sich, weiß ich nicht, ein paar Burger holen und so, haben dann nebenbei gesehen, ey, hier, guck mal, was erzählt sie mir, alles inszeniert. Ja, die Sache ist, muss dann aber die Polizei das, es reicht ja, wenn Christian das gemacht hat auf, ich sag mal, das schon so, dass die involviert sind, die Polizei, aber dass er das trotzdem als auf eigene Kappe gemacht hat. Nein. Und dann einfach gesagt hat, da und da kommen wir an, da sollen die Leute warten. Ja, wie denn? Das heißt also, dass der Christian eine Verbindung zur SEK hat und den Jungs sagt, ey, das macht ja die Polizei ja, selber. Das SEK kommt dann sowieso nur, ja. Das SEK kommt zu euch und keine normalen Leute, weil man zu der Zeit wusste, jeder ist bewaffnet. Ob das eure Jungs seid, klar, ob das klar, Hells richtig, Angels richtig, ist. Richtig. Und immer, wenn Schusswaffen im Spiel sind, kommt immer SEK. Dann kommt nicht die normale Polizei. Das ist ja auch so. Deswegen, diese Sachen, wenn sie Häuser stürmen. Ne? Normalerweise kommt die normale Polizei und macht dann Hausdurchsuchung, dies, das. Es sei denn, es gibt Verdacht auf Schusswaffen. Richtig. Bei Verdacht auf Schusswaffen. Und bei euch muss man ganz klar sagen, da gibt es immer Verdacht. Sowieso, klar, sowieso. So, ne? Ja. Deswegen, also das mit der SEK, da muss ich persönlich sagen, das könnte auch einfach sein, weil es generell um euch geht. Nee, das passte. Nein, das passte. Warum? Jetzt kommt wieder seine Aussage, alles das Gleiche, aber er ist wieder da weg. Ich bin wieder da dran. Ich hätte das gesagt, ich hätte das bestellt, etc. hin und her. Dann denke ich mir aber, ey, so leicht ist das auch nicht. Warum die zwei Jungs, die werden das schon biegen, klären, etc. Auf einmal, auf den ich mich verlassen habe, der kommt um die Ecke und sagt, ich hätte denen die Skorpion gegeben zur Aufbewahrung. So. Also der hat dann später auch gegen mich ausgesagt. Und dann war da noch die Geschichte mit zwei Uzis. Ja. So, jetzt pass auf, da bin ich sogar selber dabei. Ich bin live dabei. So. Und da ist auch wieder eine Geschichte hinter vom Christian Jan. Sein Schwager war ja selber bei den 81ern. Okay. So. Und ich wollte das eigentlich haben. Dann kam er so und meinte, ja, kannst du mir nicht eine Knarre besorgen mit Schalldämpfer? So. Ja, ich sag, warum? Was willst du damit und so, ne? Meinte, ja, komm hier. Dann hat er mir das so nebenbei erzählt. Der hätte irgendwas mit seinem Schwager am Laufen. Und da erfahre ich das erstmal. Ja, der ist auch bei den 81ern. Und der Schwager, okay, aber ist ja auch Familie irgendwo, ne? Mhm. Und der hat dann in Meidrich gewohnt. Okay. So, der Junge. Ich kannte den so nicht. Und der wollte den, nach seiner Aussage, der wollte den ins Knie schießen. Der wollte den jetzt so nichts tun. Aber der wollte den ins Knie schießen. So, ja. Die Startlektion, wir haben so ein Paket. Da habe ich den dann ausgeredet. Da habe ich gesagt, hör auf, und wofür? Und dies, nochmal, das hat doch keinen Sinn jetzt, so einfach jetzt das zu machen. Das ist ja wie so eine Auftragsgeschichte. So. Ja. Und letztendlich, okay, der ist auch ein 81er, aber der ist ja ein Teil von dem ganzen System. So, und der Schwager, das war schon eine Nummer, ne? Wie auch immer,
Der hat sich da durchgesetzt und der wollte das auch durchziehen. Der hat dann da schon alles arrangiert, hin und her. Ich weiß nicht warum, aber der kam dann irgendwie 2 Tage wohl nicht nach Hause, keine Ahnung. Das war dann letztendlich sein Glück so. Der hat da auch einen Mann bei sich gehabt, also mit dem der das durchziehen wollte. Und die haben dann, ich glaube, vom Freitag bis Sonntag irgendwie war, da haben die gewartet, etc. Dann hat der das abgebrochen, dann kam das irgendwie nicht mehr dazu, habe ich nichts mehr davon gehört. Und diese Scorpions, weil der Typ, der mir das vermittelt hat, der hat gesagt, ich habe keine Pistole, aber ich kann dir noch eine Dings besorgen. Eine kleine Uzi mit Schalldämpfer. So, ne? Dann war er damit zufrieden. Und jetzt kommt der Tag, wo wir das abholen. So, nochmal, jetzt im Ernst, Satudara hat damit nichts zu tun. So. Und weil die Leute, die verstehen eins nicht, Satudara ist eigentlich am Ende der Geschichte gekommen. Also am Ende dieser Geschichte. Sagen wir mal, das waren die letzten 6 Monate, 7 Monate so. Und wir waren da schon fast 2 Jahre. Brotherhood, da lief schon alles. So. Ich hatte schon, also ich brauchte niemanden so. Ich hatte meine Leute für, ich hatte für alles meine Geschichte so. Die waren ja auch am Laufen, da war ja alles gut. Und wir gehen dann rüber, alles schön, alles super, gleiche Geschichte wieder, Polizei observiert, ist auch wieder dabei, am Observieren. Und so eine geile Geschichte. Wir sind 2 Autos, ich mit meinem X5, Porsche Cayenne, ne, 2 fahren den, wir den, Christian auch bei mir, neben mir sitzt er. So, haben wir alles erledigt, Ledertasche, 2 Dinger drinne, Munition, alles dabei. Ich selber begutachtet, alles geguckt, super schön. Hinten im Cayenne Rücksitz drauf getan, die Tasche. Einfach so auf dem Rücksitz. So. Da meinten die noch, ja, Ali, lass dahin. Ich sag, Jungs, wenn die einmal anhalten, filzen, finden die so oder so. Wo willst du denn so eine Tasche hin? Das war so mein Stil, so leg einfach rein und fertig. So. Alles gut und wir fahren jetzt vor. Ne? Und vor der Grenze war noch, echt direkt vor der Grenze noch eine Tankstelle. Haben wir das so gemacht, ich habe gesagt, ich fahre vor, wir fahren ganz normal. An der Tankstelle fährt ihr rein, an der Seite an der Toilette wartet ihr. Ich fahre durch, das waren dann noch vielleicht 800 Meter, lasst 1 Kilometer. Ich piepe euch an, dann fährt ihr durch. So. A3 hier oder was, ne? Ist das, oder was meinst du? Boah, nee, ja, ich glaub, ja, du kamst in die A3 rein, genau. Auf jeden Fall, dann fahre ich durch, über die Grenze, holländische Seite steht nichts, gut. Komme auf die deutsche Seite, steht auch nichts. So, dann die Autobahn, du fährst so rein und ab 1 Kilometer im Rückspiegel siehst du die Tankstelle noch. Also die Stelle, wo die stehen. Also ich habe den Cayenne noch gesehen. Und dann im Augenwinkel, die holländische Polizei haben nur diese Neonfarben, so komische. Ne? Habe ich so diese Farben, ich habe den Polizeiwagen gesehen, so dass er neben den Cayenne angehalten hat. So. Und in dem Moment sage ich das den Christian. Ich sage, ey, die Holländer haben den angehalten. Also die Holländer sind da. Der war voll in Panik. Ich sage, ey, ich drehe jetzt um. Der hätte mir fast den Lenker aus der Hand gerissen. Sagt er, wieso? Ich sage, nein, ich lasse sie da jetzt nicht so stehen. In dem Moment fängt er an, aus seinem Handy die Karte rauszuwerfen. Ich sage, ey, was machst du so? Ich habe gedacht, ist von deiner Frau das Handy. Sagt er, nee, und hin und da. Bis der nachher das Handy sogar rausgeworfen hat. So. In der Ausfahrt, ich nehme die nächste Ausfahrt, drehe um, fahre wieder nach Holland rein. Auf dem Rückweg sehe ich links, echt holländische Bullen, haben die Jungs schon rausgeholt, die stehen so an der Wand, ne, und sind gerade nur am Reden und die 2 Fahrertüren waren erst offen. So. Ich rein, direkt gedreht, zurück, direkt neben der Polizei angehalten. So, Fenster runter und Christian sitzt neben mir. Dann drehen die sich um, dann sage ich so, ey, was ist los so? Der guckt so, ich habe Kutte alles an. So. Der hat das schon gecheckt. So. Dann sage ich zu denen auf Türkisch, ich sag, der eine, der Toto, genau. Sage ich, ne oldu und so, ne? Der meint nur so, so. Dann sage ich so, ey, alles okay. Der Christian war blass, der war tot. Der konnte halt nicht verstehen, warum ich umgedreht bin. So. Und jetzt pass auf. Dann sagt der Bulle so zu dem anderen so, ey, mach du mal weiter. So, irgendwann auf Holländisch, der ist dann rübergegangen, hat von hinten die Tür aufgemacht. So, ich sehe das im Spiegel, ich habe gedacht, so komm, das war's jetzt. Ne? So, irgendwas, ich wusste in dem Moment nicht, was ich machen soll. Ich habe erst gedacht, so,
komm, wir tun die irgendwie, waren nur zwei Polizisten, Mann, so, wir sind fünf Mann, weißt du, haben gesagt, komm, wir machen da irgendwas, hauen dann auf jeden Fall ab, so, ne, aber jetzt da, jetzt hier, komm, ihr habt uns niemals, ja. Der hat die aufgemacht, ich bin nur am Warten, dass der jetzt irgendwas sagt, eine Waffe zieht, irgendwas passiert, so, dann ist er so verschwunden, wir sind gedunkelte Scheiben, ein paar Minuten ist er rausgekommen, hat die Tür zugemacht, ist zu uns gekommen, okay, so, ich hab gesagt, hä? Dann meint er so, ja, ne, alles in Ordnung, alles gut. Ich so, ja, gut, dann sage ich zu dem Tod, ich sag, komm, steig ein, fahrt los direkt, so, ne. Eingestiegen, fahren los. Während der Fahrt, ich denk so, ey, der, jetzt stelle ich mir das so vor, ein holländischer Bulle, der macht so eine Tür auf und auf dem Sitz ist eine Ledertasche. Ja. So, ne, so. Weißt du, der macht die nicht auf. Ja. Ja, jetzt, ja, im März, ja, ja. Ne, so, wir sind an der Grenze, so. Und wenn du die Tasche aufmachst, siehst du so ein Riesenteil direkt mit Schalldämpfern, der liegt ganz oben. So. Da habe ich mir gedacht, was ist da passiert, Mann? Du konntest aber nicht sehen, ob der aufgemacht hat, ob der nicht aufgemacht hat. Das war verdunkelt. Der hat die Tür aufgemacht und ist da verschwunden. Ja. So. Und der hat nicht nur aufgemacht, geguckt und ist gegangen. Der hat da Zeit verbracht, auch wenn das nur zwei Minuten waren. So. Und die Optik, was er sieht, eine leere Rückbank hinten so und da liegt eine Ledertasche in der Mitte. So wie Präsentierteller. Also ich bin der Meinung, guck mal, ich bin der Meinung, der hat da reingeguckt, der hat das gesehen, hat das wieder zugemacht und uns weiterfahren lassen. Warum? Weil die holländischen Behörden mit der Deutschen zusammengearbeitet hat. So haben die von vornherein schon, kam alles raus. Mhm. Ne? So. Und weil, du musst jetzt so überlegen, wenn die da zuschlagen, was haben die? Die haben zwei Scorpions erwischt mit Munition hin und her. Aber jetzt, wenn du die durchlässt, damit wird ja jetzt was gemacht. Okay, eine Tat. Das ist ja leckerer. Mhm. Ja, das schmeckt ja besser für die Behörden. So. Und das war so ein freies Ding so in dem Motto. Ist nichts passiert. So, die haben die Türen zugemacht und gesagt, ey, ihr könnt fahren. Wir sind losgefahren. Und das war nur in meinem Kopf. Wie aber warst du ab dem, also ich wäre, wenn mir das, ich ab dem Moment wäre ich paranoid des Todes gewesen. Guck mal, mir ging es darum. Als ich, guck mal, als ich in diesem Rückspiegel gesehen habe, ne, und diesen Wagen da, den Polizeiwagen gesehen habe, habe ich in dem Moment die zwei Jungs vor mir gesehen. Im Ernst jetzt. So, warum? Ey, das ist mein Ding. So, wie sieht das jetzt aus, wenn ich Gas gebe und weiterfahre? Normalerweise könnte mir das keiner übel nehmen, so gesehen. Weißt du, aber wie soll ich das machen so? Ich konnte das über mein Herz nicht bringen, glaubst du mir das? So, es, ohne Scheiß, es ging einfach nicht. Okay. Der hat mir im Lenker reingegriffen. Der war, ich habe den gesagt, hör mal, ne, so verpiss dich, Junge, steig aus oder so. Ich sag, ich fahr zurück. So, ich wollte nicht da alleine lassen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, ey, ich erkenne das so noch. Dann gibt's so Momente, so, wo man was übersieht, wo du vielleicht noch was drehen kannst, ne, so irgendwie ablenken kannst, wie auch immer, so auf gut Glück. Aber als er dann hinten die Tür aufgemacht hat, das war's jetzt. So, in dem Moment, klar, was wollen sie uns denn machen? Ich bin doch danach dazugekommen. Die wären erstmal dran. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, auf Christian, da habe ich keinen Cent gesetzt. Und der Toto, der war stabil. Da habe ich mir gedacht, okay, das sind zwei Gurken, machen wir irgendwas, hauen wir ab zumindest. Mhm. Ne, so, weil, da, wie soll das denn gehen? Ich hätte mich freiwillig da nicht verhaften lassen. Also, vergesse. Und da gab es keine andere Möglichkeit halt. Und die haben uns durchfahren lassen, ist nichts passiert. Also gar nichts ist passiert. Und dann wiederum, im, jetzt kommt wieder die Geschichte vom V-Mann, ne? Die ist wieder eine ganz andere Geschichte. Da hat der wieder auf einmal versucht, weil ich war ja jetzt selber dabei, also brauchte der nicht mehr sagen, so er war das. Ich war ja echt jetzt in dem Fall dabei. Diesmal ging es aber darum, habe ich gemerkt, man wollte das jetzt Satunara in die Schuhe schieben. So, das war der Schwerpunkt durch seine Aussage. So. Und das war echt nicht so, Mann. Also ich habe das selber bestellt. Das war ein Holländer. Der hatte mit Clubs überhaupt gar nichts zu tun. So. Hat so ein bisschen Drogen noch Fleisch gemacht. Der hatte gar nichts mit zu tun. Und da wollte der das unbedingt da mit reinziehen. Also der hat versucht, daraus eine Clubsache zu machen. Genau, richtig, richtig. Ja. So, dass die das da irgendwie arrangiert haben, gegeben haben und geliefert. Weil, guck mal, die waren doppelseitig am Spiel. Und zwar... holländische Behörde, deutsche Behörde, ne? die kriegen, so hast du ja dann gesehen, so Verbotsfahren etc., dass die dann auch davon was haben. Und sonst macht die holländische Behörde das nicht, so läuft das ab. Die wollen auch ihren Anteil haben.
So, dann spielen die auch mit. Und erzähl mir nichts, Bruder, ja, du bist an der Grenze, welcher Bulle macht die Tasche nicht auf, ja? Ich bitte dich. So, das ist weit weg von Gut und Böse, so, ne? Aber wie auch immer. Und der erzählt wieder so eine Story. Und so ging das eigentlich ab. Alles, was er gemacht hat, hat er einfach so gedreht. Das war ja leicht. Warum? Das habe ich bei den Bullen schon gemerkt. Ja, sie mussten das wissen. Warum? Immer das Gleiche. Ja, sie waren ja der Präsident. Sie waren ja der Präsident. Sie waren ja der Präsident. Ich sage zu dem, hör mal, wenn der Typ jetzt vom Clubhaus nach Hause geht, in sein Privatleben, so, und dann irgendwie seine Freundin, so, bin ich dafür verantwortlich, Mann? Ja, im Ernst jetzt. So, ne? Der Mann lebt sein Privatleben und da kann ich Präsident sein, wer ich will. Was ist das für eine Logik hier? Aber die haben sich leicht gemacht. Wo die nicht weiterkommen, ja, du musstest das wissen. Ja, warum denn? Ja, weil du der Präsident bist. Ja, okay, dann müssen wir ja überhaupt nichts mehr reden. Ich bin für alles verantwortlich. Für alles, wer was jeder gemacht hat, bin ich verantwortlich. Ah. Das gibt's doch nicht. Also, ja, aber das hört man ja öfter dieses Jahr. Klar, Präsident, klar, die rasieren dann ab, also einfach diese, sagen, du wusstest das. Ja, die Karte wird öfter gespielt. Weil du bist am Mittäter, das ist der Zauberwort. Vielleicht können sie dich so nicht drankriegen, aber du bist der Präsident, du wusstest Bescheid, heißt Mittäterschaft. Mhm. Hast schon einen drauf. Ja. So, und wenn du jetzt überlegst, du hast da 40 Mann und von denen haben nur die Hälfte Scheiße gebaut, so. Ey, für wie viele Straftaten soll ich denn gerade stehen als Beihilfe? Jetzt eine Sache noch. Jetzt haben wir diese Zinker-Sache soweit erstmal geklärt. Also du hast Kern Nein, dieser, die ist noch nicht geklärt. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht Kern dieser ganzen Sache war jetzt erstmal die beiden V-Männer. Ja. Ne? Waffenhandel. Ne? Ja. Gedreht haben sie, ich fasse das nur noch mal kurz für die Leute zusammen, gedreht haben sie ihn mit der Koks-Geschichte. Ja. Bei Miami Peach wusstest du noch nicht, dass er gedreht wurde. Ja. Da hattest du, den hattest du noch nicht so auf dem Schirm, was das angeht. Was mich jetzt interessieren würde und auch die Leute sehr brennend interessiert, gegen wen hast du da konkret jetzt diese Aussagen gemacht?